Ja, sind wir ready? Ja, ich. Ja, also komm. Auf geht's. Zuerst müssen wir ganz lang 800 Höhenmeter pedalieren. Und dann muss ich das Bike noch ewig lang noch tragen. Und dann sind wir irgendwie ganz hoch oben. Es wird einen ganz langen und harten Bike-Tag geben. Alright, wenn du das fährst, bist du echt. Ja, dann bist du einfach ein härter Sieg. Ja. Technisch einfach, aber ja. Die Tour, die ist schon lange bei mir im Kopf rumgeschwirrt. Heute ist ein perfekter Tag und die Tour ist auch bei meinem Bruder auf der Bucketlist. Das hat auch noch alles zusammenpassen. Ja, es ist sehr hart. Seit einer Stunde sind wir hier am Velo tragen. Aber immerhin ist jetzt gerade die Sonne ein bisschen gekommen. Es ist ein bisschen wärmer, es motiviert jetzt nochmal für sicher nochmal 2 Stunden, etwa so. Mein Bruder ist schon in meiner ganzen Karriere eine ganz, ganz wichtige Bezugsperson. Wir arbeiten im Kondi-Bereich zusammen und wir tauschen uns vor allem auch noch extrem viel aus über alle möglichen Themen. Und ich glaube, wir ticken mental beide sehr ähnlich und darum braucht es auf so einer Tour nicht mega viel Diskussion, sondern es langen 1-2 blöde Sprüche und der andere weiss grad, was läuft. Dass es mit ihm zusammen so machen kann, weil er genau weiss, was es braucht, für mich ist das mega cool. Ich glaube nicht weit. Nice. Schöne. Cool. Hure geil, wir haben es gemacht. Bucketlist, oder? Einer für die Bucketlist. Voll. Aber ich habe mich schon gefragt zwischendurch, was das soll. Einmal zwischendurch habe ich hure gelitten. Fuck. Es ist ein bisschen trümmelig geworden, aber. Dort hast du mir ein bisschen klettern. Ja, voll. Dort, wo... Hey, sorry. Hey, crazy. Ich bin fürs Velo runtergefallen, damals. Aber hey, weißt du was? Jetzt dann. Aber ja, das denke ich noch gar noch nicht. Aber ja. Jippa! Das ist glaube ich, eine der härtesten, oder wenn nicht die härteste Tour auf dem Bike, die man im Engadin machen kann. Für mich geht es wirklich darum, etwas ganz, ganz Intensives zu erleben, wo einerseits sehr, sehr streng ist, aber auch sehr, sehr schön ist. Und ich glaube, ich brauche so einen Moment, wo ich dann im Winter zurückschauen kann. Wo mir dann irgendwie die Energie gibt und die mentale Ruhe, dass ich weiss, unter Druck funktioniere gut. Und ich glaube, ja, das wird mir mental einfach noch 1% mehr bringen. Jetzt kommt der schöne Teil. Jetzt sind es noch mehr als 1000 Tiefenmeter bis runter auf die Schule. Flowiger Trail, Switchbacks, Spitzkehren zusammen mit meinem Bruder. Das wird mega cool.